Wenn du mal dein halbes Wohnzimmer mitnehmen musst, dann empfehle ich dir das hier. Liebe Leute, wie ihr wisst, bin ich ja Fan des österreichischen Rucksacksherstellers Essel. Und auch hier habe ich jetzt meine Serie, die ich persönlich im Einsatz habe, komplettiert, nämlich mit dem RU 100. Der RU 100 ist ein Rucksack, der ein Volumen von 104 Litern hat. Und den möchte ich euch jetzt hier mal im Video vorstellen. Wie ihr wisst, mache ich meistens immer anders wie andere YouTube-Kanäle erstmal eine Vorstellung und nach einer bestimmten Zeit, mal länger, mal kürzer, gibt es dann ein Fazit, ein Resümee. Und das wird auch hier bei dem RU 100 stattfinden. Die technischen Daten blende ich euch jetzt mal hier in diesem Video ein. Gewohnt in wirklich sehr guter Qualität kommt der RU 100 daher. Ich stelle ihn erstmal euch von außen vor. Hier hat man zum einen ein verstellbares Gurtsystem, was sich also auf die Rückenlänge anpassen lässt. Man hat eine Brustschließe, die sich auch in der Höhe verstellen lässt. Man hat ein sehr gut gepolstertes Tragegurtsystem, ein sehr gut gepolstertes Rückensystem. Das heißt also, hier ist wirklich angenehm auch längeres Tragen möglich. Man hat sehr gut gepolsterte Hüftflossen mit verschiedensten Einstellungen. Da sollte eigentlich jeder mit klarkommen. Und man hat einen vernünftigen Haltegriff. An den Seiten gibt es hier unten Taschen, wo man Flaschen einstecken kann oder im jagdlichen Bereich auch seine Waffe, die man dann hier mit den Spanngurten entsprechend sichern kann. Auf jeder Seite, rechts wie links, haben wir eine sehr groß ausgelegte Seitentasche auf beiden Seiten. Wir haben auf dem Deckel die Möglichkeit, eine Decke oder ähnliches, eine Jacke festzuschnallen. Und wir haben ein sehr großzügiges Deckelaußenfach. Dieses hier, was über einen halbrunden Reißverschluss zu öffnen ist. Und ihr seht, wir haben hier enorm viel Platz drin. Hier vorne haben wir noch eine kleine Tasche eingenäht, die über einen Reißverschluss gesichert ist, wo man seine Brille oder irgendeinen Kleinkram unterbringen kann. Wie alle von mir verwendeten Essel-Rucksäcke verfügt auch der RU 100 über ein Regenschutzcape, was hier unten im Bodenbereich vorhanden ist. Das lasse ich jetzt drin. So, dann kommen wir dazu. Er ist hier unten unterteilt, dass man ihn sehr großzügig hier öffnen kann. Kommt eben an den unteren Bereich, der meistens für Schlafsack und so weiter verwendet wird, kann man von außen auch öffnen. In dem mittleren Bereich befindet sich ein Boden, den man mittels Schnürung verzurren kann, so dass der obere und untere Bereich getrennt ist. An beiden Seiten, rechts und links, gibt es die Kompressionsriemen, um das Ganze ein bisschen halt flacher zu bekommen. Und sehr großzügig ausgelegt sind auch diese Riemen hier, denn man kann noch was drunter hängen, ebenfalls eine Decke oder wie auch immer das verzurren. Man kann hier etwas hinterklemmen, verzurren. Also da hat er genügend Möglichkeiten. Kommen wir mal zum Inneren. Der Deckel. Der hat
von, nicht nur von außen eine Tasche, sondern eben auch von innen eine Tasche, die recht großzügig ist, wo man Dokumente, Portemonnaie oder Ähnliches unterbringen kann. Und was mir daran sehr gefällt, ist, dass der Deckel in der Höhe einstellbar ist. Und zwar hat man das hier so gelöst, dass es ebenfalls über diese Zurgurte geht. Und hier hast du ein festes Stück Stoff dazwischen. Ja, das heißt, hier ist nichts offen. Ja, also wenn du den kurz einstellst, hoch oder tief, dann ist immer noch gewährleistet, dass deine Sachen, die du da drunter hast, unterm Deckel halt eben sehr geschützt sind. An der Seite hast du wiederum, wie bei manch anderen Rucksäcken, den Ausgang für deine Trinkblase. Du hast eine sehr großzügig ausgelegte Schneehutze. Du hast hier nochmal ein Band und dadurch kannst du wirklich wunderbar in aller Größe hier reingreifen. Auf der Rückseite befindet sich dann ein Fach für deine Trinkblase. Und das ist es eigentlich auch schon. Für wen ist der Rucksack geeignet? Den kann man jagdlich nutzen, wenn man zum Beispiel ein Stück erlegt, welches abseits liegt, dann kann man es vor Ort ausnehmen, aus der Decke schlagen, teilzerlegen. Man gibt in diesen Rucksack eine feste Folie rein, einen festen Beutel, so dass der Rucksack von innen auch gegen Verschmutzung gesichert ist, kann das Stück, was dann teilzerlegt ist, hier wunderbar mit transportieren. Für Backpacker ist der ein wunderbares Stück, denn er ist auch gar nicht mal so teuer. Und wie gesagt, Essel überzeugt mich auch immer wieder im Preis-Leistungs-Verhältnis. Wozu nutze ich den jetzt als Bushcrafter? Als Bushcrafter verwende ich einen solchen Rucksack entweder, wenn ich auf einer mehrtägigen Tour unterwegs bin, weil du ja mehr Nahrung und mehr Material mitnehmen musst. Aber vor allem sehe ich hier seinen Einsatz bei mir persönlich im Winter. Im Winter habe ich ein anderes Schlafsetup. Da kommt der Carinthia Defense 4, der Carinthia Tropen mit. Dann nehme ich unter Umständen auch Brennmaterial mit, also Holz. Du hast mehr Nahrung, die du mitnimmst. Du hast schwerere Sachen von der Kleidung her. Und da bietet der mir mit 104 Liter Gesamtvolumen einfach extrem viel Platz. Wie sich der ganze Knabe bewähren wird, das werdet ihr nach dem nächsten Winter sehen. Dann werde ich dazu mal ein Resümee ziehen. In diesem Sinne, viel Spaß im Wald und auf der Flur. Respektiert die Natur. Bis dann, bye bye. Ciao, euer Dietmar.